Schachtel. Ja. Das von mir. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Artist TV. Wir erleben heute ein glamouröses Kunstereignis, und zwar wird die Kunstagentin Simone Bruns uns heute in ihrer Kunst-Event-Reihe Fotosoiree dem bekannten Berliner Fotografen, Modefotografen Ralf Mecke vorstellen. Und Ralf Mecke ist bekannt für viele Publikationen in großen Modemagazinen wie Vanity Fair oder die Vogue oder auch JQ. Also da gibt es ganz viele Magazine, durch die dieser Mann bekannt geworden ist, und natürlich auch durch viele Porträts von Stars. Und da möchten wir heute natürlich mal einen Einblick kriegen in seine Werke. Und das Motto heißt New Yorker Ruffles, war glaube ich die Begrifflichkeit. Und da sind wir natürlich ganz interessiert, ihn und seine Werke kennenzulernen, und viele Gäste, die heute eingeladen worden sind. Und dazu lade ich Sie recht herzlich ein. Ja, liebe Zuschauer, die ersten Gäste sind auch schon eingetroffen, und neben mir steht, oder sitzt, Entschuldigung, die Chantal von der Modelagentur AVA. Ich grüße dich, hallo. Hi. Du bist auch sehr kunstaffin, sehr kunstinteressiert. Was hat dich heute hier hergeführt? Ja, erzähl doch mal. Ganz klar, ne? Ja. Der Ralf Mecke. Ja, faszinierender Mensch, ganz toller Mensch. Habe ihn gerade eben auch schon kennengelernt. Und ja, wenn man sieht, hier einmal rundherum, Kunst pur. Ich glaube, du hast auch schon ein Favoritenbild da hinten, das Model mit dem Totenkopf. Ja. Das ist ja anscheinend immer wieder ein sehr schön und beliebtes Motiv. Ja, das sieht super aus. Hättest du gerne für deine Agentur, ja? Mit dem Totenschädel hier. Wie wäre es denn vielleicht mit dem Fotografen mal zu sprechen über die, sag ich mal, Verwertung und den Kauf dieses natürlich. Bildes? Ja, ja, immer. Ja? Ja, dann mal los. Was hört man von dir aktuell? Du hast eine Modelagentur. Und genau. Ja, wir sind jetzt schon so weit, dass wir auch jetzt schon in New York vertreten sind. Mhm. Also nicht durch unsere Agentur, sondern unsere Models sind da, machen so ein bisschen... Ja, so eine Art Tochteragentur oder ja, genau, so Partneragentur. Genau, ja. Haben wir jetzt, genau. Und da fliegen jetzt einige Mädels von uns hin, so wie in Mailand, Madrid auch. Jetzt, also es ist sehr, sehr viel Ausland jetzt erstmal. Und gibt es ein Highlight, über das du jetzt aktuell nochmal berichten möchtest? Vielleicht eine Fotostrecke auch im Rahmen dieser, sag ich mal, heute Fotoserie oder Kunstreihe von Herrn Mecke, dass es da auch vielleicht eine Editorial-Reihe gibt, vielleicht für euch? Nein, noch nicht. Noch nicht, aber der große Traum. Aber das kommt noch. Dazu müsstest du vielleicht dann heute mit Herrn Mecke auch nochmal sprechen. Auf jeden Fall. Und natürlich das vielleicht auch mal deine Models noch mit anbieten, ja? Ganz klar, die kommen gleich hierher alle. Okay, ich danke dir erstmal. Super, danke. Ja, liebe Zuschauer, meiner Seite jetzt die Gastgeberin heute, Frau Simone Bruns. Sie sind Kunstagentin und Sie haben diese wunderschöne Kunst-Events-Reihe etabliert, Fotosoiree. Und dazu haben Sie Herrn Ralf Mecke heute hier eingeladen. Und dann darf ich mal fragen, wie Sie an Ihre Künstler herantreten. Wie kommt man da auf die Idee, sich die Künstler auch auszuwählen? Also Ralf Mecke kann man ja nicht übersehen, wenn man die Vogue liebt und wenn man die französische Vogue liebt und die russische Vogue liest. Und wenn einem dann immer wieder ein bestimmter Fotograf ins Auge springt, der einen bestimmten Stil hat, dann ist das, bleibt man irgendwie hängen. Und in dem Falle war das bei Ralf Mecke so. Der ist einfach hängen geblieben mit seinen Arbeiten und der hat mich nachhaltig berührt und fasziniert. Und dann habe ich mich getraut, ihn anzusprechen, und ich habe im Leben nicht damit gerechnet, dass der ja jetzt mittlerweile in New York lebt, sich bereit erklärt, hier in Deutschland was zu machen und dann auch noch in Hamburg eine Ausstellung zu machen. Und also er kannte mich ja auch nicht. War das ein glücklicher Zufall, dass es auch gerade eine Ausstellungsreihe gab? Denn ich sag mal, Fotoauftragsarbeiten wie Editorials sind ja nicht gleichzusetzen mit einer eigenen Kunst, dann Ausstellung, die man dann mal führt, ja? Also war das ein glücklicher Zufall? Es war auf jeden Fall ein glücklicher Zufall, ja. Die Umstände haben also gepasst. Ich habe mal wieder Glück gehabt. Und Sie machen ja so viel. Sie haben so viele Konzepte entworfen. Ich habe mir das mal in der Pressemitteilung angeguckt. Also man kann ja sagen, Sie haben diese Verbindung zwischen Kunst und Kommerz geschaffen, dass Sie zu vielen Menschen aus der Wirtschaft die Brücke schlagen, zu vielen Künstlern. Und da würde ich gerne von Ihnen wissen, was waren denn so in letzter Zeit die bewegendsten Ereignisse oder Konzepte, die Sie da etabliert haben oder initiiert haben auch? Also ich mache etwas ganz Neues und das habe ich mich vorher auch nicht getraut. Ich mache eine, ehrlich gesagt, eine Benefizauktion für die Welthungerhilfe. Ja. Und da habe ich irgendwie, es fühlt sich so an, als wenn ganz Hamburg zusammengetrommelt und mit ganz vielen Partnern und ganz vielen Sponsoren, und die Logo-Wand, die liest sich irgendwie wie irgendwie ganz Hamburg macht mit. Und das hat so eine Dynamik so mit sich gebracht, und das ist ein ganz neues Projekt für mich, was mir auch ein bisschen Angst macht, weil so viele auch dabei sind. Aber ist ja ein globales Thema, ja? Es ist ein globales Thema, es ist ein wichtiges Thema, es ist großartig, wenn man sich auf diese Art und Weise engagieren kann, und daran arbeite ich gerade, und das hält mich in Atem, schwer in Atem. Auch ganz interessant die Begrifflichkeit Next Art Generation. Was hat sich denn dahinter, was verbirgt sich da?
Das gibt es nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Aber es gab es ja mal. Das gab es ja mal. Ja. War eine großartige Idee von mir. Ja. Ich arbeite an einem neuen Konzept. Okay, also gibt es noch andere schöne Konzepte, die Sie noch dazu gerne ergänzend erwähnen würden, ja? Nee, im Moment bin ich ausgelastet, wenn man es genau nimmt. Dann möchte ich gerne noch mal den Termin wissen für diesen nächsten Termin, der auch die Welthungerhilfe betrifft. Wann ist das und wo ist das vor allem? Welthungerhilfe ist am 15. Oktober in der Petrikirche. Mhm. Besonders ist, dass die Petrikirche sowas noch nie gemacht hat. Ja. Es ist ein Experiment für alle. In der Petrikirche gibt es eine Benefizauktion. Die Bilder werden am Tag, tagsüber, kann die Öffentlichkeit diese Bilder besichtigen. Und abends gibt es einen afrikanischen Abend mit Dresscode, mit afrikanischem Essen, mit einer afrikanischen Performance von Jessica Newpen. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr emotionaler, wahnsinnig schöner Abend. Also nichtsdestotrotz, dass ja für einen guten Zweck gesammelt wird, aber ich glaube, dass das auch ein besonders emotionaler Abend wird. Ich erinnere mich noch an einen letzten Anlass, und zwar ging es da um die Hiege-Stiftung. Ja. Da haben Sie sich gegen das Thema Hautkrebs engagiert. Ja. Und da waren Sie in einem wunderschönen stattlichen Kleid. Und heute haben Sie was sehr, sehr Szenemäßiges als Outfit angezogen. Haben Sie sich dem Motto New Yorker Roughness ein bisschen heute dem Motto angeglichen? Oder ist das einfach Ihr Outfit, was Sie sich heute ausgesucht haben, passend heute zur Ausstellung? Sina, das hast du gut erkannt. Ja, ich wollte es mal wissen. Ist das irgendwie New York Fashion Style, oder? Also, Ralph Meckes Bilder sind ja bekannt dafür, dass die so eine raue Schönheit haben und er ja nun in New York lebt. Und ich wollte irgendwie dieses Thema aufgreifen. Das ist ja hier auch, ehrlich gesagt, so sehr, sehr szenisch und auch ein bisschen trashig. Und Ralph Meckes passt perfekt in diese Location. Und ich wollte einfach mal jetzt weg vom Abendkleid und weg von diesen Anzügen und den Smokings und hin zu einfach mal ein bisschen cool sein und vielleicht mal sich so anziehen, wie man sich in seiner Freizeit gerne anzieht. Obwohl ich nicht unbedingt sagen würde, dass jetzt ich mit diesem Hut in meiner Freizeit rumlaufen würde. Also Sie verwandeln sich selbst als lebendige Kunstfigur, ja? Passend zu den, sag ich mal, Mottos, ja? Ein bisschen schon. Aber ich liebe das. Ich danke Ihnen und freue mich auf die weiteren Events und auch heute weitere Gäste von Ihnen kennenzulernen, ja? Dankeschön. Ja. Ja, neben mir Frau Nadine Barth, ich grüße Sie. Hallo. Sie sind heute sehr wichtig für uns, denn Sie sind ja die Kuratorin des Abends für Herrn Ralph Meckes. Und da haben Sie natürlich die verantwortungsvolle Aufgabe, einzuleiten, auf den Künstler einzustimmen und auch eine wichtige persönliche Note zu geben. Was würden Sie denn heute als Anregung oder als Einleitung uns erstmal geben? Ich möchte auf jeden Fall darauf hinweisen, dass Ralph Meckes zu den ganz großen Mode- und Porträtfotografen hier in Deutschland gehört. Er lebt ja längst nicht mehr hier, er lebt zwischen Paris und New York und spielt eben auf dem internationalen Parkett eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und sein besonderer Stil, den man jetzt hier heute auch so einmal rundum sehen kann, ist immer diese Brechung des Normalen. Also die große Ästhetik, die aber immer was Düsteres hat, was Dunkles, wo Leidenschaft drin ist und wo man einfach ganz viel spüren kann, Mystisches. Das ist schon was sehr Besonderes und da verbindet er eben die normale Porträtfotografie mit immer einer fast reportageartigen großen Inszenierung. Gut, das sind ja oftmals Dinge, die natürlich neben einer Auftragsarbeit eigentlich, sag ich mal, nebenbei so als Nebenprodukt fallen. Kommt man da auf Nein, die Idee? Nein, das ist so nicht. Das so sind nicht, wirklich ne? Zum großen Teil ja. Auftragsarbeiten, so. Die er eben aber so löst, wie er das gerne lösen möchte. Also hat er den kreativen Freiraum? Er arbeitet für die Vogue und ja? für GQ ja? Style, für ja? Interview. Und wir haben sicherlich über die Hälfte der ja. Arbeiten, die hier hängen, sind ja. Magazinveröffentlichungen gewesen ja wahr, im Auftrag. Aber die Redaktionen lassen Ralph Meckes diese große Freiheit. Das hätte ich nicht gedacht, dass er sich künstlerisch entfalten kann. Sich richtig entfalten. Und dafür genau. noch bezahlt wird. Ja, ja. Es ist, das Motto ist ja heute New Yorker Roughness. Ja. Das ist ja auch was ganz Spezielles. Nun lebt er ja auch in New York. Mhm. Hat ihn natürlich auch inspiriert. War das jetzt ein Sonderthema oder gibt es jetzt eine Tour mit verschiedenen Mottos oder wie hat man sich das vorzustellen, jetzt ganzheitlich? Nein, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also New York Roughness ist einfach eine Zusammenfassung ja. Dieser Bilder, die eben so ein bisschen rauer sind, ein bisschen härter, wo eben auch zur Schwelle ja. Zum Tod sehr leicht gegangen wird. Ja, also wir ja. haben hier zum Beispiel hinter Ihnen ja, gerne. Eine... Ein Totenkopf im Schoß einer wirklich wundervollen Dame, Lou Dullion ist das. Und
das muss man sich schon mal trauen, da einfach statt Leben, was ja aus dem Schoß der Frau kommt, jetzt einfach den Tod rein zu platzieren. Das ist schon recht gewagt und das ist einfach das, was wir rough nennen würden. Ich habe das Ganze noch. Sagen, das ist lebensbejahend, weil das natürlich sehr auch einschüchternd ist. Ja, es ist auch eine Form. Ja, das ist ja alles im Fluss. Also Geburt und Vergänglichkeit kommen aus einem Kreislauf. Also insofern kann man das schon auch positiv werten, wenn man das möchte. Aber wir haben in der Kunstgeschichte eine lange Tradition der Vanitas und der Stillleben, von denen man einige in der Ausstellung sehen wird, wo eben damit gespielt wird und wo eben Zitate in die Kunstgeschichte reingehen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür. Wie wird es weitergehen? Also die Reise, dass Sie überhaupt den Standort Hamburg mitgewählt haben, finde ich ja schon eine ganz große Ehre für Hamburg selber. Wo wird es dann weitergehen? Also werden Sie wieder über Berlin? Ralf Mecke zeigt seine Arbeiten ja an verschiedenen Orten in der Welt. Und ja. Ich habe gerade ihn als Teil einer sehr großen Ausstellung gehabt, die hier in Hamburg startete. Das waren die Traummänner und die Traumfrauen. Ja. Dieses Bild war auch bei den Traumfrauen zu sehen. Ja. Das haben wir jetzt gerade in Rostock und davor in Moskau gezeigt. Das geht sicherlich auch weiter. Also da kommt Spanien auf uns zu nächstes Jahr. Also das bleibt spannend. Und Ralf Mecke selber wird sicherlich auch zwischen Paris und New York die nächsten Ausstellungen machen. Und das bleibt zu erwarten, was da alles noch kommt. Eine kleine persönliche Frage, wie sind Sie denn überhaupt mit Herrn Ralf Mecke in Begegnungen gekommen? Wie haben Sie sich kennengelernt? Ach, ich habe früher bei Amica gearbeitet und Ralf Mecke hat für uns damals schon Mode fotografiert, aber das ist eine andere Geschichte. Und da war noch keine künstlerische Weitsicht, zusammenzuarbeiten, keine Vision? Nein, nicht wirklich. Also ich bin erst später zur Modefotografie gekommen, künstlerischen Parkett und habe eine Galerie gemacht für Modefotografie und lebe jetzt in Berlin und mache dort eine Agentur für Ausstellungsprojekte. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich hier sozusagen nur als Gast bin. Das Ganze ist ja Simone Bruns Projekt, darauf kam, Ralf Mecke hier auszustellen. Und ich finde das ganz toll und ich kann das nur unterstützen. Ja, dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg für weitere Projekte und wünsche uns heute einen sehr, sehr schönen Abend. Ja? Dankeschön. Danke. Das ist eine kleine Preview, weil ich wollte, dass Sie sich in Ruhe mit dem Künstler beschäftigen können, weil wir haben über 400 Anmeldungen und gleich wird es ein bisschen hektisch und ich wollte Ihnen die Möglichkeit geben, nochmal durchzuatmen, den Künstler kennenzulernen, das Werk ganz in Ruhe anzugucken, sich untereinander kennenzulernen. Viele kennen sich ja noch nicht. Und schön, dass ihr alle da sind. Wir haben gerade ein Bild verkauft, das erste. Und ich hoffe, es folgen noch viele, viele, viele. Gala. Boris, was ist aus dir geworden? Okay, das ist jetzt nicht das Thema, aber wir haben doch tatsächlich hier hinten einen kleinen Bericht gemacht. Oder auch ein bisschen größer. Und da steht, schön dunkel und begehrt. Den Rest können Sie gleich lesen, also wenn Sie später nach Hause gehen, können Sie den Rest lesen. In den Giveaway-Tüten ist für jeden eine Gala dabei. Im Übrigen war heute im Abendblatt schon eine Anmoderation von der Ausstellung hier heute Abend. Und herzlich willkommen, dass Sie hier sind. Und bei den ganzen Sponsoren und bei allen anderen bedanke ich mich später. Jetzt genießen Sie noch den Abend und fragen, dass es noch Rotwein gibt und noch was zu essen gibt. Und um 19:30 eröffnen wir offiziell. Und da steht übrigens der Künstler, das ist Ralf Mecke. Wenn Sie ihn noch nicht kennengelernt haben. Ja, liebe Zuschauer, ich habe jetzt den Fotografen, den Hauptprotagonisten heute, eben mal entführt. Herr Mecke, ich grüße Sie recht herzlich. Hallo. Sie sind ja so bescheiden im Auftreten, eigentlich gar keine Star-Allüren. Wie kommt das? So bin ich erzogen worden. Bescheiden und themenorientiert. Und richtig. Und heute geht es um Ihre Werke und Sie wollen Einblick in Ihre Werke gewähren. Und Sie haben sich das Thema New Yorker Roughness gewählt. Hat das jetzt was damit zu tun, dass Sie dort eben ansässig sind und sich das Thema ausgesucht haben? Wir haben ein anderes Thema genommen. Ja. Rauer Zauber. Rauer Zauber. Das ist von einer Bekannten von mir gewählt worden. Ja. Ich mag immer ganz gerne dunklere Fotos. Ja.
aber nicht unromantisch dabei. Ja. Wir können ja einfach mal durchgehen und gucken. Sehr gerne. Jonathan Mese ja. ist für die Deutsche Vogue fotografiert worden. Ja. Keine Ahnung, vor ein paar Jahren, weiß ich nicht mehr. Ja. Jeder kennt ihn natürlich als Künstler, aber super Typ. Der Blick ist natürlich sehr schreckhaft in dieser Momentaufnahme. Oder wie war da die Intention? Oder das müssen Sie den Jonathan Mese fragen. Sie haben es aufgefangen. Ja, gerne mal weiter. Bergheim ist, ja. ist ein Club in Berlin. Ja. Gibt es nicht viel zu sagen. Es kam aus einer Geschichte für die Achtung, ist auch ein Magazin. Das sind fast alles redaktionelle, das sind eigentlich alles redaktionelle Arbeiten hier. Das wollte ich auch gerade mal bewundernd konstatieren. Und zwar Frau Barth hat nämlich gesagt, die ihre Kuratorin auch, dass sie Auftragsarbeiten gemacht haben, viele Auftragsarbeiten, die heute hier künstlerisch ausgestellt werden, aber man ihnen ja die kreative Freiheit gelassen hat. Und das finde ich eine unglaubliche Vertrauensbasis, die sie zwischen Verlagen und Magazinen haben, ihre künstlerischen Werke auch kreativ mit ihrer Identität, sag ich mal, auszuarbeiten. Ja, das ist ja nicht nur meine kreative Arbeit, das ist ja, da gehören ja viele Leute dazu. Ja. Das ist ja, ich mag das nicht, wenn Fotografen mal sind, das sind meine Fotos, sind meine Fotos. Das ist eine Teamarbeit, ja, kann ja, man sagen? Ja, das, ich würde schon sagen, da gehört jemand dazu, der mitmacht oder auch nicht mitmacht. Ja. Es gibt ein Team, die dann Haare, Make-up machen müssen oder so, die Styling machen müssen, so kommen Ideen zusammen. Also das ist ja immer eine Gruppenarbeit. Also auch ein Prozess, kann man sagen, ja? Auf jeden Fall. Aber man kann dennoch sagen, es gibt einen Regisseur oder jemanden, der das Konzept hat, der eine Vision oder eine Idee hat, die er dann umgesetzt haben möchte. Und da ja, aber die arbeiten wir uns eigentlich auch. Ja. Und dann sind wir aber relativ spontan häufig und gehen auf die Sachen ein, die wir dann durch Zufall sehen oder so, ja? Und dann hat man den Blick für den Moment, ja? Vielleicht, ja. Schön. Auch Deutsche Vogue, eine alte Geschichte, ist die erste Geschichte, nachdem Christiane Arp Chefredakteurin geworden ist. Die haben wir in Potsdam fotografiert, in dem Wunderkindhaus. Das ist so der Zara Leander-Style, kann man das sagen? Ich glaube ja. Ich weiß gar nicht, wenn ich das gemacht habe. Ja, schön, ja. So viele Werke, es ist eine Art Zeitreise, Herr Mecke, die wir hier gerade fortführen, ja? Auch ein Topmodel, glaube ich, Nadja Auermann, ja? Nadja Auermann im Tresor in Berlin, hey. Auch für Achtung. Ja. Das war eine Geschichte, da gab es mehrere eigentlich, das sind Objekte, die wir gemacht haben und haben die immer zusammengesetzt mit Akten, auch eine redaktionelle Geschichte für ein Magazin. Clemens Schick. Ist mir namentlich kein Begriff, muss ich mich outen. Wer ist Clemens Schick? Clemens Schick ist ein deutscher Schauspieler. Ah ja. Mhm. Und der hat, glaube ich, gerade ein Problem. Kopfüber am Kantstein, das ist ja auch wieder sehr düster. Haben Im, Sie ja wieder im, den. Im Studio. Im Ach Studio. Gott, Mensch. Ja, ja. Ist nicht. Aber es ist auch eins von vielen. Es war für die deutsche GQ, glaube ich. Die deutsche GQ. Kann man sich da noch erinnern an die ganzen Themen? Oder muss man da schon tief mit sich hadern und überlegen, Mensch, was war das noch, in welchem Kontext? Aber steht wahrscheinlich auch dann unter den einzelnen Titeln, ne? Alexander Skarsgård, auch für die deutsche GQ. Ja. Und das war eine Modegeschichte in Stockholm. Ja. Das ist ein freies Projekt gewesen hier. Ja, wenn der Salome. Kameramann mal kurz... Salome ist ein deutscher Maler. Aus der Gruppe der jungen Wilden aus den 70er, 80er Jahren. Ah ja. Da gibt es dann auch später nachher noch jemand anderes, Ismail Ivo, ein Choreograf. Das ist so ein Prozess, der entstanden ist. Da gibt es auch Katharina Thalbach Bilder von und so weiter und so fort. Aber ich habe die aus dem Zusammenhang rausgenommen, weil ich das ganz gut fand hier. Mick, ich finde das ganz toll, dass Sie uns hier so eine kleine Sonder, sag ich mal, Einführung geben. Das war Deutsche Vogue mit Christiane A. Das ist das Hamburger Ballett. Und dann John Neumeier, zwei Jungs. Ich habe wirklich gedacht, das ist eine Skulptur. Und jetzt sehe ich erst, das ist ein Mensch und es sind zwei Menschen sogar. Das sind zwei Jungs, die da ausbrechen. Ah, das ist unglaublich. Also das hat wirklich, ich habe gedacht, das ist eine Skulptur. Chiara Knightley für die englische Harper's Bazaar. Ja. Da war sie noch nicht so bekannt. Ja, das war vor den Pirates of the Caribbean oder so, ja. Sie haben ja auch viele Stars, wie kann man sagen, Elton John zum Beispiel,
Elton John habe ich gemacht, ja. Armani war das ja auch. Richtig, ein paar Mal, genau. Der ist der gute Mann, der sich da gerade lässig, leger an die Mauer. Auch wieder GQ. GQ. In Marokko. Ja. Super Typ. Ist ein Modell. Ist im Moment gerade überall auch zu sehen. Ist ein älteres Foto. Ah, ja. Hat so ein Revival. Es war einer von diesen Top. André Modell. Heißt er, ne? Oder ja. Andrew. Ja. André ist ein Holländer. Ja. Super Fresse, ne? Also. Man kann es ja mal so sagen als Künstler. Eine Ballon-Thematik. Ja? Das war unter dem Thema Weiß. Für Achtung, redaktionelle Geschichte. Da gehört auch ein Tony Garn-Bild dazu. Das ist so eine Inszenierung, die ich mit einer Assistentin gemacht habe, auch außerhalb von Berlin. Schön. Und hier wieder mal eine Maske oder was soll ich sagen? Jetzt sehe ich das. Das ist ein Schaf. Ein Schaf. Das ist doch kein Schaf, oder? Das ist ein Schaf. Ja, okay, doch ein Schaf. Gut. Und im Wolfspelz, weil wir sagen, der Wolf im Schafspelz. Das ist wahrscheinlich, ja, ja. Gab es auch, das ist auch eine redaktionelle Geschichte, auch Achtung, unter einem anderen Thema, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, sie gehörte zusammen hier, das heißt Teutoburg. Und dann schon ganz bizarre Kombinationen, die jetzt kommen. Das hat ja schon so eine Anmutung von, ja. Das ist was vom Abendmahl, oder? Vom Abendmahl. Ich weiß nicht, ob uns das den Tisch so decken würden, mit einem Glas Milch und einem, ich sag mal, Gebiss und einem skelettartigen Krokodil. Krokodil. So ein Topmodel wahrscheinlich wieder hier. Ja, genau. Caroline Weinberg, Deutsche Vogue, mit einem zu der Zeit ganz bekannten Kleid, was derzeit galt. Paulina hat ganz lange Zeit in der Berliner Ballett getanzt. Ich wollte aber sagen, das ist ja kein klassisches Model, das sieht man ja schon an der athletischen Figur. Herr Mecke, darf ich mal so Zäsur kurz machen, mal fragen, wenn man so auf Premium-Basis fotografiert für die größten Magazine, hat man das seiner künstlerischen, sag ich mal, Qualität oder seinem Talent zu verdanken oder hat man da auch mal einen Mentor gehabt? Können Sie sich noch an Ihre Initialzündung erinnern? Jetzt bin ich in einem Level, in den ganz großen mit. Ah, okay, so meinen Sie das. Ich zähle mich nicht zu den ganz Großen. Und ich bin auch kein Künstler, ich bin immer noch Fotograf. Das ist ein Prozess gewesen. Ich würde niemals sagen, so ist auch meine Philosophie nicht. Das war nie ihr Bestreben, aber ich glaube, viele Fotografen wünschen, für die großen Magazine zu arbeiten. Doch, das macht schon Spaß, für die großen Magazine zu arbeiten. Aber ich glaube niemals, dass es so einen Punkt gibt, wo man plötzlich berühmt wird oder so. Ich denke, dass man immer weiterarbeiten muss und kontinuierlich arbeiten muss. Und durch muss. Empfehlungen wahrscheinlich dann immer weiter und weiter in der Branche sich einen Namen gemacht hat. Ja? Das ist wahrscheinlich. So ist es. Aber es ist Ihnen gar nicht so bewusst gewesen, Sie sind in der Arbeit so aufgegangen, es war nie Ihr Bestreben, berühmt, bekannt zu werden, sondern in der Arbeit so aufzugehen. Und die Leute haben Ihnen das Vertrauen ausgesprochen, diese Produktionen und Editorials und was auch immer zu machen. Ne? Ja. Ja, weiter gerne nochmal. Ich stamme aus Berlin, ja? Aus Berlin, ja. Sind Berlin. Sie da in einer Künstlerszene eigentlich auch, sag ich mal? Nein, überhaupt nicht. Ich komme aus einem ganz einfachen Arbeitermilieu. Also, da gab es keine Inspiration. Ich glaube, meine Eltern haben, glaube ich, einen Nervenzusammenbruch bekommen, als ich die Kamera in die Hand genommen habe und gesagt, ich will Fotograf werden. Aber später haben sie es nicht mehr bereut, ihre Eltern. Sie haben es immer unterstützt. Ne? Die ganze Zeit. Glaubt. Ja. Das sind zwei Bilder, die für die damalige Amica, glaube ich, gemacht wurden. Das ist ein zweites Bild hier. Das gehört mit zu der anderen Geschichte dazu. Ismail Ivo, ein Choreograf. Ziemlich bekannter Choreograf, mit dem ich mich zwei Tage lang in einen Raum eingesperrt habe. Mit der Glühbirne, weil unsere einzige Lichtquelle. Und wir haben zwei Tage lang hintereinander durchfotografiert. Das haben Sie sich aber auch gut kennengelernt, glaube ich. Sehr gut. Oder wollten Sie sich sehr nur intensiv. Spirituell? Nein, überhaupt nicht. Sie haben sich auch unterhalten. Zwei Tage ist ja schon wirklich sehr, sehr. Ja, das war sehr intensiv. Und das war das letzte. Das war ein Interview-Cover für die Deutsche Interview mit der Hannelore Elsner, die ich immer ganz toll fand. Und als sie gefragt haben, ob ich Hannelore fotografiere, habe ich gesagt, sofort. Als die Urmutter oder die Maria oder wie auch immer. Ja. Sehr, sehr leidenschaftlich, sehr kraftvoll, energetisch. Und ich glaube, dass Hannelore diese Fotosession auch
ohne Blessuren überlebt hat. Absolut. Was sehr, sehr, sehr kräftig wirkt und nicht zart gesagt, wie man eine Dame vielleicht doch eher behandelt. Ja, haben wir oben alles schon kennengelernt. Wären Sie so nett, auch unten uns nochmal auf die großen Berge nochmal, weil die auch der Blickfang waren, ja? Klar. Ja, Mecke, das ist ja eigentlich mit der größte Blickfang heute hier, dieses Werk. Und das wurde uns ja auch in der Pressemitteilung geschickt. Das ist Benjamin Pesch. Ja. Ich liebe Tanze. Ich liebe die Bewegung von Menschen, die Emotionen. Körperbeherrschung auch nicht. Das ist alles mit dem Körper. Es ist wahrscheinlich nichts dem Zufall überlassen. Jedes Glied des Körpers ist wahrscheinlich genauso positioniert in dieser einen körperlichen. Es gibt sechs Negative davon. Ja. Und wir haben sechs unterschiedliche Stellungen ausprobiert. Ja. Und die hat uns dann zum Schluss am besten gefallen. Das ist der Vortänzer in der Pariser Oper. Ja. Das mache ich ganz gern. Und war das Foto jetzt eine Momentaufnahme oder würden Sie sagen, auch da ist jetzt eine Idee gewesen? Ich finde das jetzt nicht düster zum Beispiel. Wenn Sie sagen, manchmal brechen Sie etwas runter und wollen eine düstere Anmutung, ist das Werk jetzt wahrscheinlich eher... Das erinnert ein bisschen an ein altes Gemälde oder so, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich finde halt die Hände toll, ich finde die Füße schön. Natürlich, der Körper ist ja auch so athletisch, man sieht ja alles. Klar. Was sonst nur ein Michelangelo malen kann und wenn man dann so eine Körperlichkeit hat, ja, mit den tollen, tollen wirklich Voraussetzungen. Ja, sehr schön. Das andere Werk nochmal, ja? Also das Model mit dem Totenkopf ist doch nochmal sehr, sehr spannend. Moment. Joschka, ja? Das ist Loudoyant. Das ist eine französische Sängerin, Schauspielerin, Modell. Ist die Tochter von Gainsbourg und ich weiß nicht, mit wem der zu der Zeit verheiratet war. Harper's Bazaar, englischer Harper's Bazaar. Ist eigentlich eins meiner Lieblingsbilder und zeigt eigentlich auch am meisten von mir. Ich mag natürlich Frauen, ich mag es dunkel, Leben, Tod, die ganzen Sachen sind darin vereinigt. Das ist mein Bild, mit dem ich mich am meisten identifiziere. Mecke, ich danke Ihnen erstmal für diese schöne Einleitung. Ich freue mich hier heute mit Ihnen diese Inszenierung mitzuerleben und die Gäste auch mitzuerleben. Eine letzte Frage nach Hamburg. Welche Station wird folgen und was wird jetzt geplant sein? Ich bin gerade aus Indonesien zurückgekommen, fliege jetzt nach New York zurück und habe irgendein Porträt für die amerikanische Vogue. Das heißt, die Aufträge kommen, während Sie reisen, kommen die Aufträge. Haben Sie aus Indonesien denn auch schon neue Inspirationen aufgenommen? Ich glaube, so ein Land verlässt man auch nicht ohne. Absolut. Vielleicht doch nochmal da auch in der Richtung. Absolut. Haben Sie auch schon, ne? Absolut. Aber davon wahrscheinlich später dann. Herr Mecke, schönen Dank. Vielen Dank. Schönen Abend. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, an meiner Seite jetzt der Geschäftsführer vom Audi-Zentrum Hamburg, Herr Jürgen Defort. Ich grüße Sie. Und wir stehen ja auch schon hier hinter der Sponsorenwand, hätte ich gesagt. Keine kulturelle Veranstaltung ohne wirtschaftliche Förderer. Die Frage vorweg, sind Sie sehr stark im Einsatz, im Engagement für künstlerische, kulturelle Themen im Moment? Also wir haben uns in Hamburg auf wenige Projekte konzentriert. Wir sind angesprochen worden von Simone Bruns. Ja. Es ist ein sehr charmantes Projekt, weil es unsere Zielgruppe auch anspricht. Ja. Und wir haben uns gemeinsam mit anderen Sponsoren entschieden, diese Galeriereihe, die speziell Fotografen vorstellt, zu unterstützen. Zu unterstützen. Mhm. Und sind da auch sehr glücklich mit. Wir wissen gar nicht so viel über die Thematik. Heißt es, dass an verschiedenen Ausstellungsorten in Zukunft verschiedene Fotografen präsentiert werden und ihre Marke sozusagen mit dabei als Partner ist? Ja? Der Reiz liegt darin, dass 4 bis 5 Mal im Jahr
Simone einen Fotografen sucht, ja, dem die Gelegenheit bietet, in der Verkaufsausstellung seine Bilder auszuschleilen. Und der ganz besondere Reiz liegt darin, dass das nicht an immer der gleichen Location stattfindet, sondern dass dazu auch sagen wir, besonders charismatische Gebäude im Raum Hamburg gefunden werden, ja, zu denen dann eingeladen wird. Aber in Ihrem Autohaus selbst, das sind bestimmt auch interne kulturelle Themen oder auch andere Themen, die Sie im Haus selbst bewerben. Also im Autohaus verkaufen wir Autos. Ja. Dass wir sagen, nein, also es kommt auch heute ungern jemand für ein kulturelles Thema in ein Autohaus. Ja. Wir nutzen sicherlich die Gelegenheit, wie unlängst geschehen bei einer anderen Künstlerin, die sagt, sie können ihre Bilder dann gern noch im Nachgang zu diesem Abend bei Ihnen mal ein, zwei Wochen ausstellen. Mhm. Ja. Das ist eine Gelegenheit, die unser Autohaus anhübscht, ja, und darüber hinaus dem Künstler auch die Gelegenheit gibt. Das sind insbesondere extrem große Exponate gewesen, die in einem vernünftigen Rahmen präsentieren zu können. Ist doch auch schön für die Mitarbeiter, ein bisschen Abwechslung zu haben, nicht? Es ist super schön für die Mitarbeiter, es ist schön für den Ausstellungsraum, ja, und es ist auch schön für unsere Kunden ganz besonders, die das nicht erwarten und die ich auch immer wieder dabei beobachte, wie sie vor den einzelnen Exponaten stehen, und damit wird ihnen auch mal irgendwie Kunst näher gebracht. Ja. Kreativ, inspirativ und dann vielleicht der emotionale Moment in Verbindung mit der Marke dann auch zu sagen, dafür bin ich jetzt Ihre Marke Audi mit, ja? Also Audi steht für Design, ja. Ja. Kunst hat auch sehr viel mit Design zu tun. Von daher sind es sicherlich zwei Dinge, die idealerweise zusammenpassen. Wir begleiten ja auch sehr viele soziale Themen, wie zum Beispiel der Hamburger Weg. Da haben wir auch viele Autohäuser in Hamburg mit begleitet. Sie kennen ja Ihre Kollegen auch. Darf man auch mal da fragen, in welcher Hinsicht Sie sich vielleicht auch sozial engagieren in Ihrem Zentrum Audi, Zentrum Hamburg? Ja, also wir sind auch Partner im Hamburger Weg, gemeinsam mit den anderen Audi-Partnern im Raum Hamburg. Ja. Und darüber hinaus machen wir mehrere Veranstaltungen, bei denen wir, sei es nun Eintrittsgelder oder Mitgliedsgelder erheben, und die zentralisieren wir in Hamburg für das Projekt Hörer helfen Kinder. Das ist ein Projekt von Radio Hamburg und das richtet sich speziell an Kinder von, sagen wir, in sozial schwachen Verhältnissen oder an Institutionen, die Kindern helfen. Ein Beispiel zum Beispiel, wir machen jährlich ein Golfturnier, ja, und erheben da eine Greenfee-Gebühr, ja, aber nur deswegen, um damit wieder einen Beitrag leisten zu können, wie wir in Hamburg sozial Schwächere unterstützen können. Ein weiteres Beispiel, wenn es Sie interessiert. Unbedingt, Soziale bei uns. Wir sind Partner in der Hanselounge, veranstalten mit der Hanselounge jedes Jahr ein Kinderfest und freuen uns umso mehr, dass es uns da gelingt, immer einen Betrag deutlich über 20.000 Euro zusammen zu bekommen, den wir auch wieder in Hamburg einsetzen können. Also als Autohaus Hamburg in Hamburg, Audi Hamburg GmbH, ist es uns besonders wichtig, in Hamburg auch sozial tätig zu sein. Vielen, vielen Dank. Abschließend nochmal der Standort, dass Sie nochmal kurz die Adresse durchgeben. Für uns auch nochmal ganz interessant, also, für Leute, die Sie kennenlernen wollen, die Unternehmen. Alle, die gerne einen Audi kennenlernen wollen, sind herzlich willkommen bei uns in der Kollaustraße. Und gegenüber im Netterfeld haben wir einen großen Gebrauchtwagenplatz mit dem größten Gebrauchtwagenangebot im Norddeutschland. Also ich heiße Sie herzlich willkommen und freue mich auf Ihren Besuch. Besten Dank. Danke. Ich wünsche Ihnen heute noch einen wunderschönen Abend. Herzlichen Dank. Dankeschön. Jetzt neben mir Julia Kretschmer-Wachsmann. Ich grüße Sie recht herzlich. Sie sind ja heute auch indirekt Mitgastgeberin, denn das Kontohaus Brandshof ist ja sozusagen in Ihrer Hand. Ja, in der meines Mannes und in meiner. Eine alte Binnenschiffreederei ist dies hier, ein ganz historischer Ort. Ja. Und natürlich in Rothenburgs Ort auch ein Lichtblick, auch so ein bisschen die Verlängerung der Kunstmeile, könnte man sagen. Von den Deichtorhallen angefangen, über die Oberhafen-City bis hier nach Rothenburgs Ort. Und das ist auch so ein bisschen die Idee, ne? Dieses Jahr, das ist ja schon die dritte Veranstaltung von Simone Bruns hier bei uns,
diesen Ort zunehmend auch ja, für Kunstliebhaber und Kunstaffine zu bespielen. Es wurde ja mal früher für die Binnenschifffahrt hier genutzt. Genau. Welches Unternehmen hast du? Glaube ich, ein Lübecker Unternehmen oder wissen Sie das noch ich aus der Vergangenheit? Peinlicherweise jetzt gerade ein bisschen überfragt. Den Namen habe ich jetzt gerade nicht präsent. Müsste ich noch mal. Nichtsdestotrotz ist ja eigentlich die zukünftige Ausrichtung viel interessanter und wichtiger. Ja. Also Sie wollen hier Freiräume, neue inspirative Räume für kulturelle für Kunst, Themen. Für ja. Kultur, ja. Das können ganz großartige Konzerte sein. Wir hatten ja schon den Kinderchor der Hamburger Staatsoper. Wir haben hier eben ganz großartige Soirees, Vernissagen, Ausstellungen, auch Modenschauen. Mhm. Es werden hier auch Filme natürlich gedreht. Mhm. Es ist eine ganz beliebte Filmlocation. Ja. Also es ist passiert hier ganz, ganz viel, was auch gar nicht immer unbedingt öffentlich ist. Mhm. Oh ja, und das ist geschlossene Gesellschaft. Genau, nein, wie auch immer. Also es ist ein ganz, ganz inspirativer Ort, der inspiriert und der einfach auch eine ganz, ganz tolle Aura hat. Ne? Ja. Und auch gerade dieser Bruch von diesen hochwertigen, großartigen Bildern in diesem etwas, sag ich mal, abgerockten Ambiente, was ja durchaus Berlin und New York Flair auch hat. Das ist in Hamburg, glaube ich, einmalig so in der Form. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel, viel Erfolg. Sie sagten ja, ein inspirativer Treff, aber es können auch geschlossene Gesellschaften sein. Kann es also auch ein konspirativer Treff sein. Zum Beispiel. Ne? Verschwörungen oder was auch immer. Ganz so. Nein, das... Naja, ne? Aber jeder, der so nach seinem Gusto hier was veranstalten möchte, darf sich dann bei Ihnen melden. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen halt viel Erfolg und heute auch noch einen wunderschönen Abend mit dieser schönen Ausstellungsserie. Ebenso. Danke. Okay. Ja, wir gehen weiter hier durch die feine Gesellschaft und an meiner Seite jetzt Christiane Gräfin zu Rantzau. Ich grüße Sie recht herzlich. Wo soll ich hingucken? Oh, das ist egal. Sie sind ja Auktionatorin bei Christie's ganz professionell. Ja. Und ich weiß ja auch, dass Sie sich sozial engagieren. Das heißt, es gibt ja auch viele Projekte, auch insbesondere in Hamburg. Wir haben uns damals, glaube ich, bei Event Prominent kennengelernt. Genau, kann das sein? Das erinnere ich mich. Ja, ja. Das war sehr schön. Seitdem habe ich schon andere Auktionen gemacht. Ich habe eine große Auktion gemacht für ein israelisches Krankenhaus in Monaco. Wo wir 400.000 Euro bekommen haben und jetzt letzte Woche in Berlin zugunsten der ALS-Stiftung mit der Charité zusammen, da haben wir 645.000 Euro bekommen. Das heißt natürlich nicht, dass man immer so viel bekommt, aber das war schon ein guter Betrag hier in Deutschland, das ist schon besonders. Ich werde jetzt hier demnächst, organisiert von Simone Bruns für die Welthungerhilfe, eine Auktion machen am 15. Oktober. Dann geht es halt noch so weiter in Berlin und ebenso unter der Schirmherrschaft der Frauen, der Bundespräsidenten für ein israelisches Krankenhaus. Also es geht immer so weiter irgendwie. Aber und wir werden Sie noch sehr häufig sehen, das hoffe ich ja auch, weil wir ja gerade soziale Themen begleiten. Und ich finde es toll, ich möchte Sie einfach mal persönlich fragen, wie wird man Auktionatorin? Ich finde, das ist ein so besonderer Beruf, zumal Sie ja erstmal was Gutes tun. Sie kommen immer mit einem guten Gefühl nach Hause. Und zum Zweiten bringen Sie auch richtig Stimmung ins Haus und haben den richtigen Ton und haben den Hammer in der Hand. Also es ist so, ich habe natürlich eine Ausbildung gemacht in London zur richtigen Auktionatorin. Ja. Ich meine, Charity ist das eine, Benefiz, das andere ist die Auktion, wo man eben nicht zugunsten einer Sache, obwohl es gibt natürlich auch Benefizgedanken bei richtigen Auktionen, die in eine Stiftung gehen. Das Geld wird dort eingebracht. Und das habe ich vor Jahren in London gemacht. Ich wurde richtig trainiert. Aber das größte Training ist letzten Endes die Praxis. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass man mich dann gefördert hat, auch als Ausländerin für Londoner Auktionen und auch Amsterdam. Sind Sie denn auch mal eine eiserne Lady? Gott, eisern mit Charme würde ich das formulieren. Denn allein mit der eisern zu sein, würden Sie jetzt keinen dazu bewegen, ein Gebot abzugeben. Also aber ganz Sie sind schon fokussiert auf eine gewisse... Ja, Sie sind, nein, Sie sind Sie sind fokussiert darauf, die Leute in die Versuchung zu bringen. Ja, ja. Und wenn Sie so einen Raum vor sich haben, dann ist es wichtig, dass Sie wirklich jeden erreichen. Blickkontakt. Und das ist auch wichtig, dass Sie erhöht stehen. Nicht? Also das hat keinen Sinn auf derselben Ebene, das bringt nichts. Sie müssen erhöht stehen, damit Sie besser die Menschen erreichen, mit dem Blick sozusagen fangen, aber auch mit der Gestik. Sind also so Tricks, die man oder auch, aber man soll eigentlich ganz ehrlich bleiben. Charmant ist das Wichtigste, besser als eisern. Eisern wäre das falsche Wort. Also Sie leben das richtig. Darf ich mal fragen, was war denn mal so der höchste Versteigerungserlös, den Sie über eine Million haben, ja? Über eine Million. Über eine also Million. Jetzt in der Charity, in der Benefiz in München, ja. Und war das ein Bild? Nein, das waren verschiedene Sachen. Ja, ja. Also in der richtigen Auktion, die ich in London gemacht habe, war es auch über eine Million. Und das sind für 20% dann Ihr Income. Oh Gott, das ist nicht meins. Also leider nicht meins. Nein, es gibt eine Provision plus Kosten, die bezahlt wird. Das steht und auch veröffentlicht. In den, ja. Nein, für den Käufer ja nicht die Abbildung, sondern was er zahlt. Und das ist absolut in jedem Katalog abgedruckt. Also ganz öffentlich
und transparent. Heute sind Sie eher privater Natur hier. Sie wissen ja, demnächst wird es dann diesen Anlass geben von Frau Bruns über die Welthungerhilfe. Ja. Aber heute sind Sie dann mal privat hier und müssen nicht mit auf großer Freude und Tisch schauen. Den Abend, weil ich mir auch sage, draußen regnet es und hier scheint die Sonne. Es ist wunderbar organisiert, sind tolle Fotografien. Und ich hoffe sehr, dass der Abend am 15. auch dann tolle Preise bringt für Fotos, die ich versteigere. Franzo, deinen besten Dank. Genießen Sie heute den Abend, genießen Sie die Bilder und dann freuen wir uns auf den nächsten Anlass, ja? Danke für das Interesse. Danke. Ja, liebe Zuschauer, meiner Seite jetzt Herr F.C. Gundlach. Ich grüße Sie recht herzlich. Heute kann man ja fast schon sagen, ist eine Künstler-Fotografen-Szene auch hier geladen. Kann man das so sagen? Kollegen unter sich? Ja, nicht nur das. Also ich denke, hier ist ein Publikum, was sich für Fotografie interessiert. Ja. Fotografie ist ein lange Zeit unterschätztes Medium der Kunst gewesen. Aber heute ist Fotografie keine Sekundärkunst mehr, sondern sie wird ernst genommen. Und richtig wertgeschätzt. Und wertgeschätzt. Und das sieht man auch hier in dieser Ausstellung. Also sie ist sehr sorgfältig ausgewählt. Und ich denke, dass also das auch ein Erfolg für den Künstler sein wird. Welcher Bezug ist denn bei Ihnen persönlich zu dem aktuellen Künstler, Herrn Ralf Mecke? Haben Sie da Berührungspunkte? Kennen Sie sich persönlich? Nein, ich habe ihn nicht gekannt. Ja. Aber ich kenne die Bilder, kenne ungefähr das, was ihn beschäftigt, was er, oder seinen Werdegang, kann ich aus den Bildern analysieren sozusagen. Ah, ich wollte mich fragen, ob Sie sich allein durch die Bildsprache kommunizieren können, also ohne den Herrn selber persönlich zu kennen, schon allein durch die Bildsprache irgendwo seine Ja, natürlich. Also, Stilistik. Sein Bild ist ja sein Werk. Ja, genau. Aber ein Künstler drückt sich ja aus durch sein Werk. Ja, ja. Und das tut er sehr, sehr bestimmt und sehr, sehr stilsicher auch, kann man sagen. Variantenreich, nicht wahr? Und insofern finde ich es eine sehr gelungene Ausstellung. Herr Gundlach, Sie sind ein erfolgreicher Fotograf immer gewesen. Dürfen wir mal erfahren, was so Ihre größten Werke waren, wie man sie erlebt hat im Werdegang, wer sie noch nicht kennt? Oh Gott, ja, am besten geht es dann nach Ohlsdorf auf dem Friedhof. Oh Gott, wie kommen Sie denn auf diese Assoziation? Weil ich habe mir ein kleines Mausoleum gebaut und auf dem kleinen Mausoleum ist vorne ein Foto drauf, eins meiner bekanntesten Bilder, was ich in Ägypten aufgenommen habe. Ja. Das ist vorne im Beton. Die Pyramiden, ne? Die Pyramiden. Ja, da erinnere ich mich doch auch. Ja, dieses Bild ist da vorne drauf gekommen. Das hat sich so entwickelt. Ich denke, das Leben beginnt, das Leben endet. Man sollte darauf vorbereitet sein und sich auch mit dem Tod beschäftigen. Denn der Tod gehört zum Leben, genauso wie die Geburt. Aber Herr Gundlach, das wollen wir noch nicht als Schlusswort gelten lassen, sondern wir wollen natürlich gerne erfahren, was Sie sonst noch parallel so machen. Neben der Fotografie habe ich erfahren, dass Sie ja Kunstsammler sind. Sie haben also sehr viele Werke gesammelt, ist das richtig? Ja, ich habe seit über 30 Jahren Fotografie gesammelt. Ich bin in verschiedenen Gremien. Ich bin der Gründungsdirektor des Hauses der Fotografie in den Deichtorhallen und bin noch im Aufsichtsrat. Also ich bin reichlich beschäftigt. Ich bin also eigentlich ein bisschen zu viel. Ich bin dabei, Nachlässe aufzuarbeiten von anderen. Frau Leone Romau ist gerade gestorben und wir haben den ganzen Nachlass von ihr und sind gerade dabei, mitten dabei, den Nachlass aufzuarbeiten. Und wir haben gerade heute auch, ich habe mich gefreut, dass die Presse so Aufmerksamkeit, eine Frau, die so verdienstvoll ist, so eine gute Fotografin war, so gewürdigt hat. Ich finde das toll, dass Sie sich auch darum kümmern. Kann man denn noch mal demnächst von irgendeinem Zukunftsprojekt sprechen, was Sie gerne noch mal erwähnen wollen oder aktuell, was Sie bewegt, berührt? Gibt es noch ein Thema, über das Sie gerne sprechen möchten, zum Abschluss? Ein bewegtes Leben, bewegte Themen? Nein, natürlich ein bewegtes Leben. Was Sie persönlich bewegt, ja? Also ich bin heute 87 Jahre alt. Ja. Ich war, also da habe ich eine Strecke zurückgelegt. Aber trotzdem fühle ich mich sehr präsent, sehr in dem Leben. Ich habe das Glück gehabt, dass
das Medium, was mein Leben bestimmt hat, mir heute noch Freude macht und dass es geschätzt wird und dass ich mitunter helfen kann, junge Künstler zu coachen. Das ist meine Hauptaufgabe jetzt. Also auch als Mentor und vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle als Mäzen? Ja, natürlich. Ja? Das ganz sicher. Gundlach, ich finde es ganz toll, dass es Menschen wie Sie gibt, denn jeder, glaube ich, hat mal eine Leitfigur gehabt. Haben Sie denn früher auch eine Leitfigur gehabt? Jemand, der Sie erkannt hat, Ihren Genius, einfach Sie an die Hand genommen hat? Gab es das zu Ihrer Zeit? Das Leben besteht eigentlich aus drei wichtigen Dingen, die man, wenn man Karriere machen will. Ja. Man muss Talent haben, das ist messbar. Man muss Fleiß und auch messbar. Fleiß und Disziplin haben. Und man muss Fortune haben. Ja, und das kann das Wichtigste sein. Also keine Connection, Herr Gundlach. Menschen zu begegnen, die also wichtig sind, aber oft merkt man das gar nicht, dass das der Moment ist, der gerade dann da passiert. Vielleicht ist ja heute ein besonderer Moment. Und da habe ich also reichlich Glück gehabt. Sonst wäre ich nicht heute hier. Wie man so schön sagt, zur richtigen Zeit, am richtigen Platz, mit den richtigen Menschen zusammengekommen, ja? So ist es. Ja, ich danke Ihnen. Echt herzlich. Dankeschön. Gut, bitte. Ja, liebe Zuschauer, wir sind jetzt mitten im Geschehen. Buntes Treiben, reges Treiben. Die Kreativszene ist hier, aber auch viele bekannte Menschen aus Politik, Kultur und Wirtschaft. Und hier sehen wir zum Beispiel den bekannten Fotografen, die Legende Christian von Albertsleben. Herr von Albertsleben. Entschuldigung, ganz kurz eine Frage, Herr von Albertsleben. Dürfen wir Sie mal ganz kurz was fragen? Sie sind ja auch eine Fotografenlegende, kann man ja sagen. Nee, ich bin keine Legende. Ja? Ich bin ein Fotograf. Als Legende würde ich jetzt wahrscheinlich, als Skelett hier rumhängen. Aber hatten wir nicht vorhin ein kleines Gespräch und da war die Formulierung, als lebende Legende sozusagen... Das hat Volker Hinz gesagt. Macht gerne so Quatsch. Ja? Sagen Sie mal, Sie als Fotograf heute unter Kollegen, kannten Sie Herrn Frank Mecke? Natürlich kenne ich ihn. Was ist ihn? Ich kenne ihn und ich freue mich, ich habe mit ihm zu tun, insofern, dass ich auch meine Bilder mit Rekom, sozusagen bei Rekom drucke, was er auch macht, schon seit vielen Jahren, mit Thomas Saltfrank zusammenzuarbeiten. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und ich kenne ihn von früher aus Hamburg und dadurch, dass wir uns kennen, haben wir natürlich über Thomas Saltfrank, über Stuttgart, jetzt Berlin, die sind ja auch jetzt mittlerweile in London und in New York mit ihren Arbeiten, haben wir ab und zu Kontakt, telefonieren, reden miteinander und habe mich sehr gefreut, dass er hier das heute mit Simone machen kann. Also Fotografen sind vernetzt, tauschen sich aus. Sie sind kommerziell sehr stark aufgestellt gewesen immer. Also Sie haben nicht nur als Kreativfotograf gearbeitet im Sinne von künstlerischer Arbeit, sondern auch viele, viele Auftragswerke. Das ist schön, dass Sie mich das fragen, weil meine kommerziellen Arbeiten waren besonders in den letzten zwei Jahrzehnten, in denen ich gearbeitet habe, immer sehr kreativ. Das heißt, Agenturen, Verlage kamen auf mich zu, weil sie auch meinen Input in die Arbeit haben wollten, meine Ideen. Das ist und toll, wussten, dass immer das was passiert. Ja, genau. Und deshalb, ich habe das auch nicht irgendwie als eine Bürde empfunden, eine Bürde, die ich jetzt abwerfe, indem ich jetzt also nur noch meine eigenen Projekte mache, sondern es ist einfach ein neues Kapitel. Aber ich habe immer gerne, für mich war Fotografie immer positiv und toll, ganz egal wofür und was ich gemacht habe. So. Herr Mecke, erstmal jetzt kommt die Rede über Herrn Mecke, kurz die Ansprache, wir würden es gerne gleich nochmal fortführen. Ja, gut, gerne. Und feiern wir eine Premiere, denn es ist der Auftakt einer Fotosari-Reihe, die jetzt ganz international wird. Das Gute ist, ich habe ein Konzept und das Schlechte ist, ich habe es vergessen. deswegen jetzt ein bisschen improvisieren, aber das ist ja auch ganz schön. Wir zeigen heute Abend Ralf Mecke. Er lebt mittlerweile in New York und Nadine Barth wird gleich noch einiges über ihn erzählen. Als ich Ralf Mecke so die letzten Jahre verfolgt habe in seinen Veröffentlichungen, in den ganzen Books, war ich immer sehr begeistert und irgendwann habe ich mir ein Herz gefasst und habe mich entschieden, ihn einfach mal anzurufen und zu fragen, ob ich ihn ausstellen darf. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte nie im Leben gedacht, dass er das macht. Er ist heute Abend hier. Ich weiß nicht, wo er ist. Ralf, magst du dich mal zeigen? Ja. Oh, okay.
Ralf Mecke und ich. Das Verrückte daran ist, weder kannte Ralf Mecke mich, noch kannte ich ihn persönlich. Und wir hatten ein kurzes Telefonat, während er zwischen Trier, Tokio, Karl Lagerfeld und Indonesien hin und her flog. Und ich habe gesagt, Ralf, sollen wir eine Ausstellung da machen? Und er hat gesagt, ja, machen wir. Wir haben uns nie gesehen vorher, wir kannten uns nicht persönlich, es gibt keine Verträge und ich habe bis zum Schluss nicht wirklich gewusst, ob wir das heute Abend hier gucken. Und Ralf kam gestern hier an mit einem kleinen LKW voll mit Bildern und wir waren beide ziemlich fertig und ich habe zu ihm gesagt, ich weiß nicht, warum ich das mache. Und Ralf sagte zu mir, ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Ralf, wir machen das, weil Hamburg dich braucht. Wir brauchen diese Art der Fotografie, wir brauchen internationale Kunst hier in Hamburg. Und du startest damit einen Anfang und ich bin so froh. Und ich glaube, wir alle Hamburger sind ganz froh, dass du damit sicherlich auch neue Maßstäbe setzt. Und deswegen herzlich willkommen in Hamburg. Ja. Das Werk von Ralf Mecke, von Nadine Barth, Kuratorin und Publizistin. Und danach bin ich wieder bei. Das Mikro hatte ich schon selber. Vielen Dank, Simone, hier zu sein. Hometown. Ich habe hier lange gelebt, bin jetzt allerdings in Berlin. Und die Geschichte zwischen Ralfs Arbeiten und meiner Tätigkeit hat auch eigentlich eine ganz schöne Tradition. Ich habe früher bei Vika gearbeitet, hier in der Stadt, und ich hatte damals mit Modefotografie wirklich gar nichts zu tun. Ich fand Mode doof, das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich komme aus dem Text, komme aus dem Journalismus, für mich war das Wort wichtig und die Fotografie natürlich auch, aber Mode, warum? Dann habe ich bei Amika bei einem Modemagazin gearbeitet, bei dem zwar der Text auch wichtig war, aber wo es auch um Porträtgeschichten ging und da auch natürlich um schöne Texte. Und es gab dann eine Zeit, wo, mein Name war Christiane Arp, Modechefin, und sie ist ja jetzt bei der Vogue, also insofern hatten wir schon eine relativ hohe Qualität damals bei Amika. Und dann gab es ein Heft, was komplett eigentlich von Ralf Mecke fotografiert wurde. Es gab nur ein zweites Heft, das wir damals gemacht haben, das war Amico. Das wurde von Enrique Badulescu fotografiert, die Modestrecke, oder umgekehrt Ralf, ist egal. Jedenfalls waren es Geschichten, die waren 30 Seiten lang. Also da waren wirklich die beiden Modeproduzenten damals und Nicola Knels ging mit Ralf Mecke nach Paris, die fand ich so unglaublich und ich fand plötzlich, dass es nicht rein um die Abbildung von Mode geht, sondern es geht um die Abbildung von Zeitgeist. Und das ist etwas, was die Modefotografie auszeichnet und was sie auch zu Kunst macht. Sie ist dann Kunst, nämlich wenn sie uns Geschichten erzählt und wenn sie auch die gesellschaftlichen Zusammenstellungen rekurriert und einfach zeigt, was umtreibt uns, was ist in unseren Gedanken, wovon träumen wir, was ist die Vision, wie ist das Morgen. Und manchmal kann Modefotografie das. Sie arbeitet ja sehr eng an Trend. Es sind immer verschiedene Produzenten, die da zusammenkommen und ein Modebild machen. Die Modefotografie steht dadurch natürlich auch in so einem Generalverdacht, also nicht nur, dass es einen Kreateur nur gibt, sondern es ist immer eine ganze Gruppe von Leuten, die eine Modeproduktion macht. Und es gibt einen Auftraggeber. Also wir haben hier Kunst im Auftrag, wenn man dann irgendwann zur Kunst kommt, aber wir haben zumindest erstmal einen Auftrag und das macht die Modefotografie wahnsinnig verdächtig, weil sie steht unter einem kommerziellen Zwang. Und man muss verkaufen, entweder die Anzeigen oder das Heft muss verkaufen, wo die Modestrecke drin ist, und Anzeigenkunden möchten auch in die Magazine rein, und das geht nur, wenn die Modestrecken so sind, dass sie auch die Mode abbilden, die dann da als Anzeige reinkommt. Also es ist ein großer Kreis, den man aber durchbrechen kann. Und man kann ihn dann durchbrechen, und es wurde in den 90er Jahren gemacht, in den 80er auch schon, in Magazinen wie Face oder ID, die haben zum ersten Mal das Lebensgefühl einer Tradition dargestellt und haben Punkkultur und Musik mit integriert. Und man kann es nämlich dann durchbrechen, wie die es damals gemacht haben, nämlich künstlerische Geschichten zu erzählen, Geschichten, die uns bewegen und die uns berühren.
Und deswegen hat die Modefotografie aus dieser Zeit eigentlich diese kleine Freiheit mitgenommen, zu sagen, ich mache, was ich möchte, ich zeige zwar Mode, aber ich erzähle auch eine Geschichte. Und ich mache das ganz modern und ganz berührend, so wie ich das will. Und es gibt nur ganz, ganz wenig Fotografen, die das wirklich meisterhaft beherrschen. A und B, die von der Redaktion oder vom Anzeigenkunden die Freiheit bekommen, das auch zu machen. Und ich habe vorhin mit jemand hier gesprochen, der sagte, naja, wieso Modefotografie, das sind doch alles Arbeiten, sondern Porträts, das hat er doch wahrscheinlich als freie Arbeiten realisiert. Nein, hat er nicht. Also mindestens die Hälfte, wenn nicht noch mehr, sind einfach Bilder, die in Magazinen erschienen sind, in der Vogue, in GQ, im Interview, im Esquire. Also wir haben hier wirklich Top-Publikationen, die eigentlich immer gerne reinreden, was sie da haben wollen, aber bei Ralf Mecke redet keiner rein. Also der macht einfach seine Sachen und was er macht, dazu komme ich jetzt noch kurz, er bricht sehr viel, also er nimmt viele Schauspieler, Musiker, auch Balletttänzer, die wir hier sehen, und geht weg von der Ästhetik oder von der Glorifizierung dieser Personen und sagt, er packt sie einfach in Locations, die so ungefähr jetzt aussehen wie diese hier, also die so ein bisschen rougher sind, daher auch dieses Motto mit der Roughness. Und versucht einfach da was rauszuholen aus diesen Personen, was tief geht, was mystisch ist, wo auch Leidenschaft einfach rauskommt und die dann einfach sich ihm auch öffnen. Und wir finden in diesen ganzen Bildern eine Nähe und Intimität zwischen hier dem Fotografen und der abgebildeten Person auf der anderen Seite. Da gibt es wirklich in sich geschlossene, schöne Sets, die sehr viel an Gefühl ausstrahlen. Und was eine der Besonderheiten ist, wir haben immer wieder auch dieses Dunkle und Tiefe, auch das Motiv der Vanitas, da gibt es Zitate in die Kunstgeschichte und es ist ganz spannend, wenn man einfach sieht, also normales Stillleben, wie da oben zum Beispiel, wo dann aber auch mal so ein Tierkopf mitliegt, oder wir haben hier den Skull, also haben wir einfach so ein Motiv Leben und Tod als Schoß von Lou Dorion, hier der französischen Schauspielerin, und wo wir eben immer wieder diesen ganzen Bogen haben zwischen dem Körperlichen und dem rein, also christlichen oder eben den Zitaten aus der Kunstgeschichte. Und ich habe in verschiedenen Projekten mit Ralf zusammengearbeitet und es war immer eigentlich ein wahnsinnig spannender Prozess. Wir haben einige der Bilder, die jetzt hier auch hängen, hingen in den Deichtorhallen bei den Traumfrauen, es hing in den Deichtorhallen bei den Traummännern. Wir haben diese Ausstellung als Tourausstellung nach Moskau geschickt, da hat es auch einen großen Applaus gegeben dafür. Wir haben sie gerade jetzt in Rostock, sie wird nächstes Jahr nach Spanien gehen. Und da bin ich auch gespannt, wie da einfach so ein Zusammenspiel eben mit den einzelnen Städten, auch mit dem Publikum, was wir jetzt heute hier haben. Also Sie haben ja wahrscheinlich Ralf Mecke nicht so gut gekannt und ich würde mir aber wünschen, dass Sie ihn jetzt verfolgen in den Zeitschriften, die Sie sehen oder auch vielleicht in einem Buchprojekt, was wir verfolgen werden. Also dass man da einfach Ralf Mecke nochmal auf die Spur kommt und ihn begreift, als jemand, der alle zu den großen Mode- und Porträtfotografen der heutigen Zeit gehört, ein internationaler gefeierter Künstler, und auch ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir ihn hier haben. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll, aber ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Ich wollte Ihnen kurz die aktuelle Gala zeigen. Vielen Dank an Anne Meyer-Winnemann, die es möglich gemacht hat. Ist sie noch hier, Anne? Ah, schön.
Sie kriegen alle nachher eine kleine Giveaway-Tüte und wenn Sie die aufmachen, sehen Sie die aktuelle Gala. Da ist ein kleines Porträt von Ralf Mecke drin und ich liebe die Gala. Vielen Dank. Spiegelbild unserer Seele und Fotografie ist auch ein Spiegelbild unserer heutigen Gesellschaft. Fotografie unterliegt dem Gesetz der Meinungsfreiheit und es ist so wichtig, dass Ausstellungen wie diese realisiert werden können. Ich kann diese Ausstellung nur realisieren, weil ich seit jetzt fast 2 Jahren 2 ganz konstante Partner habe. Das ist als erstes die Superbank und heute ist von der Superbank Thomas Meyer hier und uns gäbe es ja alle heute Abend nicht, wenn die Superbank nicht maßgeblich nicht beim Start dieser Veranstaltungsreihe unterstützt hätte und ich möchte gerne Thomas Meyer hier kurz. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen hier im Landshof. Ich weiß gar nicht, wie viele über die Kunst zu herausragenden Künstlern für mich zu gewinnen. Heute Abend ist es Ralf Mecke. Ich bin immer äußerst überrascht, aber wahrscheinlich sind es drei Dinge, die das hier so speziell machen und vor allem auch das Publikum anziehen. Zum einen natürlich die ganz außergewöhnlichen Veranstaltungsräume. Zum zweiten, können Sie sehr gut machen. Und zum Dritten, es gibt natürlich immer ein Motto, was ich immer unterscheide. Was alle überfordern, mich auch. Und ich glaube, das alles zusammen ist das Konzept, was uns auch gefällt. Das ist einfach anders, so wie wir eben auch als kleine, unbekannte Hamburger Privat. Vielen Dank, Thomas Meyer. Audi-Zentrum Hamburg. Dank Audi hat diesen wunderbaren Shuttle. Ich hatte heute das Vergnügen, dass ich abgeholt wurde mit dem Shuttle und normalerweise lasse ich den Ford mit meinen Gästen und fahre mit dem Taxi. Heute hatte ich das Vergnügen, dass ein Gast ausfiel und ich durfte im Audi-Shuttle sitzen. Ich saß wie eine, also alle Nachbarn guckten aus dem Fenster und ich bin wie eine Königin in dieses Auto gestiegen. Und dann sagte der Papa zu mir, wollen Sie eine Massage? Und per Kopfhoch hinten an den Sitzen bekam ich den gesamten Weg hierher eine Rückmassage und ich bin seitdem tief entspannt und vielen Dank an Audi, aus Audi Zentrum Hamburg und an Jürgen Dekorn. Herzlichen Dank an Simone Grund, wobei ich habe sie noch nie nicht tiefenentspannt gesehen. Und insbesondere wenn ich höre, wie es zu diesen Veranstaltungen kommt, wenn Sie sagen, gestern haben wir alles aufgebaut, dann muss ich sagen, à la Bonheur. Es ist jedes Mal eine wirklich tolle Veranstaltung. Ich freue mich, dass wir es unterstützen können, gemeinsam mit Ihnen von der Superbank und dass uns, dass Simone Grund gelingt, wirklich Weltklasse-Künstler nach Hamburg zu bekommen. Gerade für das Thema Fotografie und im Rahmen dieser Fotoseries eben diese Künstler, einem zugegebenermaßen kleinen Kreis, aber ausgewählten und sicherlich hochinteressierten Kreis, hier in Hamburg vorstellen zu können. Und das dann auch noch jedes Mal durch das Entgegenkommen von Menschen, die auch außergewöhnliche Gebäude in Hamburg besitzen. Ich denke, das ist ein ideales Zusammenspiel. Ich freue mich, dass wir vor 2 Jahren auf Ihre Ansprache in diese Partnerschaft eintreten können und freue mich, dass wir es noch lange weiter gemeinsam und erfolgreich fortführen können. Ich hoffe, dass Sie das genießen und dass Sie daran Spaß haben und vielleicht einen Applaus für Simone Grund. Ich hatte das große Glück, dass die Presse mich wahnsinnig wohlwollend begleitet bei all meinen Veranstaltungen. Ich bedanke mich bei Janina Kirsch. Ist sie noch da? Hat sie es geschafft, durchzuhalten?
Ich bedanke mich bei Jürgen Jost, der immer fotografiert. Ich bedanke mich bei der MOPO. Die MOPO macht morgen einen großen Bericht im Kulturteil. Und ich bedanke mich bei Doris Bandischer und ja, bei der Gala. Vielen Dank an die Presse, die mit mir hilft, diese Künstler weiter zu unterstützen. Vielen Dank an dieser Stelle. Vergessen. Ich bedanke mich von Herzen bei, bei Andreas Irke. Wir sind ja auch befreundet. Er ist ja auch ein Freund von mir, Andreas. Er ist immer irgendwie weg. Andreas, du bist Sponsor dieser Veranstaltung und du kannst auch mal nach vorne kommen. Das wusste ich. Ich bedanke mich natürlich bei Jari Gernke für die Martini-Bar, die ich immer habe. Ich bedanke mich bei Jameson, bei Hüda Zeko, bei Lars Bigge für die wahnsinnig leckeren Cocktails. Ich bedanke mich bei Marian von Redeka für das Pilsner Burgfeld. Ich bedanke mich bei Apollinaris für das Wasser. Ich bedanke mich bei Rekom für den Banner und die Produktion der Bilder. Ich bedanke mich natürlich von Herzen. Es murmelt schon wieder jemand. Ich bedanke mich von Herzen bei Klaus Martin Kretschmer, das ist der Inhaber dieser Immobilie. Ich würde Ihnen gerne kurz vorstellen. Für mich ist das hier eine Brutstätte. Eine Brutstätte für Fotografie. Und ich finde, wir müssen das hier richtig krachen lassen. Und wir müssen hier viel internationale Kunst herholen. Ich glaube, das ist ein guter Start heute. Klaus Martin, Julia, tausend Dank an euch. Wir arbeiten seit Jahren großartig zusammen. Ihr seid immer fair, ihr seid immer großartig. Und deswegen. Danke an euch. Dankeschön. So, jetzt kommt der Schluss. Sie haben es gleich geschafft. Diese Veranstaltung wäre übrigens nie möglich, wenn ich nie so wahnsinnig süße, großartige Assistentin hätte. Und zwar meine neue und heißgeliebte Assistentin Josephine Kuro. Kommt bitte einmal nach vorne, Jojo. Mein Assistent Lars Vitas, mein Assistent Nadine Hartmann, bitte einmal nach vorne kommen, weil ohne euch ist diese Veranstaltung hier einfach nicht zu rocken. Und ihr habt jetzt die Nächte durchgearbeitet. Jojo, wo bist du? Nadine, ohne dich, wo ist Nadine? Da ist die Geschichte an, guck mal. Ich weiß nicht, ob es diese Möglichkeit so jemals wieder geben wird. Und